Es ist aktuell ziemlich gut möglich, dass uns die Welt von One Piece eine ganz neue Macht einführt. Im Wesentlichen wird das eine Fähigkeit, die Haki sehr ähnlich ist, aber trotzdem ganz anders funktioniert. Das sehr grobe Konzept dahinter kennen wir schon mehr oder weniger, aber bis jetzt hat das Ganze noch keinen richtigen Namen bekommen. Aber genau das, Freunde, will ich auch heute mit euch in diesem Video besprechen, was alles in dieses Konzept mit reinfällt und wie das Ganze vielleicht funktionieren mag. Deswegen wünsche ich euch selbstverständlich viel Spaß beim Video, ein Abo und Like von euch wäre auch sehr cool. Das ganze Video will ich jetzt nicht darauf aufbauen, trotzdem müssen wir uns einmal das Kapitel 1101 anschauen. Ich will das Ganze jetzt nicht übertreiben und sagen, dass Bonnie das Allerkrasseste hinbekommen hat und sogar Kaido one-hitten könnte. Es fühlt sich für mich trotzdem schon too much an, dass Bonnie effektiv eine CP-Agentin one-hitten kann. Alpha beherrscht die Formel 6 und auch wenn das an sich alles nicht so krass ist, muss man trotzdem anmerken, wie CP-Einheiten überhaupt erzogen werden. Von ganz klein auf werden sie trainiert und dazu erzogen, zu Cypherpull-Einheiten zu werden. Selbstverständlich entstehen dadurch Stärkeunterschiede und deswegen ist auch die CP9 nochmal krasser als die CP8 zum Beispiel. Aber trotzdem sitzt die Grundausbildung bei allen gleich. Und auch der weitere Schritt, das Lernen und Beherrschen der Formel 6 ist nochmal eine Liga für sich. Ich bin der Meinung, dass Bonnie zu diesem Zeitpunkt hundertprozentig gar kein Haki besaß und das wahrscheinlich heute auch gar nicht tut. Und ich denke, die reine Teufelskraft würde auch nicht ausreichen, um Alpha zu one-hitten. Ich würde aber sagen, die nötige Kraft und Energie, die sich Bonnie geholt hat, liegt an ihrem Traum, ihrem Glauben und ganz wichtig an ihrer Hoffnung. Und ja, ich weiß, wie kitschig das Ganze klingt, aber trotzdem denke ich, dass diese One Piece Leitmotive nochmal um einiges wichtiger werden können in der gesamten Geschichte. Ich würde sagen, es ist sogar die größte Fähigkeit von Ruffy und es bildet wahrscheinlich diesen cleanen und antiken Treibstoff, womit man diverse Sachen antreiben kann. Es wäre damit eine Fähigkeit, die sehr ähnlich funktioniert wie das Königshaki, eine Macht, die man an sich nicht wirklich trainieren kann und die mit dir als Person einfach so mitwächst. Aber brechen wir das Ganze doch ein wenig auf und schauen wir uns mal den antiken Roboter und Ruffy an. Auf dem aktuellen Stand haben wir zwar noch nicht die hundertprozentige Bestätigung, dass Ruffy dafür verantwortlich ist, dass der antike Roboter langsam Saft bekommt und deswegen sogar seine Augen geöffnet hat. Aber ich würde mich trotzdem sehr weit aus dem Fenster lehnen und sagen, das ist die Story schon sehr stark impliziert. Nur die Sache ist halt eben die, ich denke, dass das ganze antike Königreich eben auf der gleichen Art von Energiequelle lief. Aber ich denke nicht, dass Joy Boy der einzige war in diesem Sinne, der dafür verantwortlich war, dass im Grunde jede einzelne Maschine auch betrieben wird. Ich würde trotzdem bei diesem Punkt mitgehen, dass seine Art von Energie die meiste Potenz hat und am stärksten ist. Und weil Nika wahrscheinlich damals überall auf der Welt ein gewaltiges Hoffnungssymbol war, ist wahrscheinlich sogar seine Kraft und damit verbundene Energieoutput sogar gestiegen. Ich weiß, theoretisch kann man sich auch drüber streiten, dass Joy Boy vielleicht doch wirklich der einzige ist, der so eine Art von Energie auch aussondern kann. Aber vor 200 Jahren gab es ein Ereignis, was Mary Joa zum Erschüttern gebracht hat. Das erneute Erwachen des antiken Roboters. Von den reinen Aufzeichnungen her gab es in der Vergangenheit keine ähnliche Person wie Joy Boy, besonders nicht vor 200 Jahren. Der reinen Theorie nach dürfte also der antike Roboter weder aufwachen noch richtig angetrieben worden sein. Ich würde jetzt aber sagen, es war jetzt nicht direkt eine Person, die das bewerkstelligt hat, sondern es war vielmehr ein Ereignis, was auch meine Theorie stützt. An sich haben wir kaum Aufzeichnungen, was vor 200 Jahren passiert ist, aber trotzdem sticht ein Ereignis nochmal richtig hervor. Etwas, was einer Bevölkerungsgruppe unglaublich viel Glück und Hoffnung gegeben hat. Den Fischmenschen wurde nämlich vor 200 Jahren zugesprochen, dass sie wesentlich mehr sind als nur eine weitere Fischart und damit eigenständige und menschenähnliche Lebewesen. Und obwohl das diesen ganzen Fischmenschenrassismus und die Sklaverei der Fischmenschen nicht abgeschafft hat, war das trotzdem endlich mal ein Schritt in die richtige Richtung. Und ich glaube, wir können uns auch alle zu Recht vorstellen, wie glücklich die Fischmenschen auch wirklich waren. Und ich bin davon überzeugt, dieser Hoffnungsschimmer, den jeder einzelne Fischmensch auch hatte, ist dafür verantwortlich, dass der antike Roboter angetrieben wurde. Dieser Glaube an die Freiheit und dieser neu entstandene Traum, den jeder bekommen hat. Es ist eine Fähigkeit, die im Grunde jeder in sich trägt, aber mittlerweile kaum jemand noch von ihr Bescheid weiß. Ich denke sogar, dass die antike Waffe Pluton an sich auch sehr ähnlich betrieben wurde. Genauso wie der antike Roboter kommt auch die Pluton aus einer sehr fortgeschrittenen Zeit. Auch sie braucht irgendwas, womit sie nochmal sehr stark hervorsticht. Das heißt auch irgendwelche Upgrades und Fähigkeiten, die sie sogar nochmal vor Schiffen hervorheben, wie der Thousand Sunny. Die Sunny ist zum Beispiel ein 100% heftiges Schiff. Einerseits technisch und andererseits auch handwerklich. Aber bei weitem keine antike Waffe wie die Pluton. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die antike Waffe weder mit riesigen Kanonenkugeln um sich geschossen hat, noch ein kompletter Selbstläufer war. Auch sie musste sehr wahrscheinlich mit dem antiken Treibstoff angetrieben werden. Und auch wenn es an sich möglich ist, dass die
Pluton Joyboy-Schiff war, denke ich nicht, dass er der Einzige ist, der dazu in der Lage war, sie anzutreiben. Kommen wir aber nochmal in die aktuelle Zeit zurück. Ich habe es ja auch schon so ein bisschen angeschnitten. Ich bin nämlich der Meinung, dass Hoffnung und Träume nicht nur einen selber wesentlich stärker machen, sondern, auch wenn sie zielgerichtet sind, auch den Träger von Nika. Denn auch wenn es vielleicht Odas Original-Gedanke gar nicht war, kann ich mir so gut vorstellen, dass wenn Leute stark genug an Ruffy glauben, er Unglaubliches bewirken kann. Eins der krassesten Beispiele, die mir einfallen, wäre zum Beispiel das Ereignis auf Enies Lobby, wo Ruffy gegen Rob Lucci eigentlich schon fast verloren hat. Wo Lissop ihm Mut zugesprochen und nochmal ganz wichtig, an ihn sehr stark geglaubt hat. Dadurch hat Ruffy Kraft gefunden und konnte Rob Lucci, wie gesagt, endgültig besiegen. Eine sehr ähnliche Situation ist sogar auf Wano passiert. Dort haben nicht nur die Strohhüter an ihn geglaubt, nicht nur die Samurai, die unten waren. Praktisch ganz Wano Kuni hat diesen Wunsch geäußert, dass sie von Kaido erlöst werden. Und ja, ich weiß, eigentlich ist Ruffy nach jedem sehr großen Gegner komplett am Ende. Aber auch dort hat er zwischenzeitlich komplette Probleme mit Gear 5. Teilweise war Ruffy sogar komplett leer, aber er hat es irgendwie geschafft, seine Energie wieder aufzufüllen und Kaido am Ende des Tages auch endgültig zu besiegen. Ich würde sogar sagen, das ist auch so ziemlich dieser Hauptgrund, warum die Weltregierung versucht, Joyboy und Nika komplett zu vertuschen. Denn Nika ist eindeutig der Erlöser der Unterdrückten und er wird stärker, je mehr Leute auch an ihn glauben. Wenn die Menschen in One Piece also nichts haben, woran sie glauben können, kann diese ganze Hoffnung in Form von Energie Ruffy auch nicht mehr erreichen. Und damit würde ihm am Ende des Tages auch diese gewisse Kraft fehlen, um Imo zu besiegen. Nur die Sache ist halt die folgende. In der ganzen Geschichte von One Piece hat Ruffy in seinem Abenteuer neue Freunde und Verbündete gefunden. Er befreit zahlreiche Königreiche und macht Menschen überall auf der Welt oder jedenfalls auf der Grand Line unglaublich glücklich. Es entsteht fast schon eine Art Anhängerschaft und jeder einzelne von ihnen wird an Ruffy im finalen Krieg auch glauben. Die Rasse von Kuma, die Buccaneer, sind aber auch aus diesem Grund auch so gefährlich für die Weltregierung, denn sie verbreiten diesen Glauben an Nika und den bekommen sie einfach nicht ausgelöscht. Die Buccaneer haben das sogar geschafft, verschiedene Bevölkerungsgruppen damit anzustecken. Ich meine, am Beispiel Kuma merkt man sogar, dass Kizaru auch mitmacht bei diesem Nika-Tanz. Im Impel Down gab es auch eine sehr ähnliche Situation. Zu Husu wurde auch vor einer Wache gesagt, dass er zu Nika beten soll. Aber komischerweise ist diese Person für immer verschwunden und wurde von niemandem je wieder gesehen. Wobei ich ehrlich gesagt sogar ziemlich gespannt bin, ob man jemals von dieser Wache irgendwann mal was hört. Denn die reine Existenz von Nika ist so ziemlich geheim. Und es ist auch sehr merkwürdig, dass er Gefängnisinsassen dazu angeregt hat, zu ihm zu beten. Am Ende des Tages wisst ihr aber auch Bescheid, ich bin nicht Oda, ich kann nicht prophezeien, wie sich die Story auch noch entwickelt. Und trotzdem bin ich der Meinung, dass die Hoffnung der Menschen Ruffy um einige stärker machen werden. Es sind einfach sehr starke Leitmotive in One Piece. Und ich denke, es ist im Grunde genommen sehr ähnlich wie das Königshaki, was von den Ambitionen von Personen lebt. Und am Ende des Tages muss einfach nicht immer alles Haki sein. Ich weiß, Haki ist die Essenz von sehr vielen Sachen und unglaublich vielen Fähigkeiten. Es gibt auch zum Beispiel auch solche Sachen wie die Stimme des Universums. Da wissen wir zwar auch nicht so richtig Bescheid, aber anscheinend existiert das auch abseits von Haki. Aber das, Freunde, war auch nur mein Take zu dieser ganzen Situation und ich hoffe, ich konnte euch ein paar Gedankenanstöße geben. Und ich bin auch natürlich sehr über eure Meinung interessiert. Was meint ihr, ist der Grund dafür, dass Bonnie so stark als sehr kleines Kind ist? Soll das wirklich nur rein ihrer Teufelskraft geschuldet sein oder steckt da vielleicht sogar noch mehr dahinter? Und habt ihr da so eine ähnliche Meinung wie ich, dass so ziemlich jedes Lebewesen durch Hoffnung und Träume eine Art Energie aussondern kann, um Sachen wie zum Beispiel den antiken Roboter oder sogar die Pluton zu betreiben? Oder seid ihr der Meinung, dass es wirklich nur dafür benutzt wird, um den Träger von Nika stärker zu machen? Auch wenn ihr am Ende des Tages eine komplett andere Meinung habt, bin ich sehr gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Jedenfalls war es das von mir. Wenn euch der One Piece Content gefällt, vergesst nicht euer Abo dazulassen. Auch über euer Like freue ich mich wie immer sehr. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine sehr schöne Zeit. Ciao.